Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Abonnenten und Abonnentinnen. Ja, ich weiß, ist eine Zeit lang her, als ich mich zum letzten Mal auf diesem Kanal hier gemeldet habe und dafür auch meine Apologies. Ich war einfach operativ sehr, sehr, sehr busy und heute mal auf Wunsch einiger, ja, Follower aus meiner Facebook-Community mal das Thema Bedarfsanalyse. Ja, Bedarfsanalyse und hier mal ganz kurzes Video dazu. Profitaktiken, Profitipps von Thomas Klein zum Thema Bedarfsanalyse. Nochmal ganz kurz zu mir, falls für diejenigen, die sich jetzt noch nicht auf meinem YouTube-Kanal herumgetummelt haben. Mein Name ist Thomas Klein, ich bin Experte für die Neukundengewinnung B2B in der IT-Branche. Und ja, dann schießen wir doch gleich mal los. Und zwar Bedarfsanalyse und die Voraussetzung für eine Kaufentscheidung. Ja, das heißt, jede Kaufentscheidung setzt letztendlich ein Problem voraus. Ja, das heißt, wenn ein Kunde kein Problem hat, ja, ist eigentlich soweit noch recht simpel, dann hat er folgedessen auch keinen Bedarf. Oder anders gesagt, der Kunde hat ein Problem und folglich hat er auch Bedarf. Okay? Jetzt ist es letztendlich eigentlich eine sehr einfache Formel, die du wahrscheinlich auch schon längst kennst. Nur gibt es jetzt ein dickes Aber. Ja, und dieses dicke Aber ist, dass sich entweder dass sich der Kunde entweder bereits bewusst ist, dass er ein Problem hat. Das heißt, ich bin jetzt der Kunde und ich bin zum Beispiel schwergewichtig, ja, und ich weiß, ich habe ein Problem, weil ich bin habe ein paar Pfunde zu viel. Da müsste ich eigentlich irgendwas tun. Der Grund, warum ich noch nichts getan habe oder zu wenig getan, ist einfach Bequemlichkeit, Faulheit und so weiter und so weiter. Das wäre dann sozusagen schon der nächste Schritt. Also sozusagen Einwandbehandlung, ja, gegenüber mich selbst. Aber erstmal bin ich mir dessen bewusst. Es gibt aber eine ganze Menge von Leuten, die sind übergewichtig und die stört es auch gar nicht oder sind sich dessen nicht mal bewusst. In der IT zum Beispiel, vielleicht ein besseres Beispiel aus der IT-Branche. Ich bin ja schließlich kein Abnehmspezialist. Du hast jetzt eine Vertriebsmannschaft, du bist eine Firma, machst 500 Millionen Euro Umsatz im Jahr, hast eine Vertriebsmannschaft von 40 Personen, oder sagen wir mal 100 Personen und noch kein CRM. Und jeder dieser 100 Personen in der Vertriebsmannschaft, sagen wir mal, von diesen 100 Personen sind 60 davon im Außendienst. Wird aktuell ein bisschen schwierig, aber grundsätzlich gibt es solche Szenarien, zum Beispiel im deutschen Markt noch en masse. Jeder dieser Vertriebler sozusagen kocht so ein bisschen sein eigenes Süppchen, ne? Also, der eine nutzt ein Excel-Sheet von irgendeiner Version. Der andere nutzt wiederum irgendwie ein Excel-Sheet, vielleicht Open Source, denn der nächste macht alles auf Word, der übernächste irgendwie alles in seinem Smartphone und ja, und der vierte oder der fünfte Vertriebler vielleicht, der macht dann wieder alles auf Excel oder merkt sich alles, weil er eben so super topfit ist. Und das hat zur Folge, dass es keine zentrale Bündelung gibt von Kundendaten. Ja, also Kundendaten werden nicht zentral verwaltet und dadurch entstehen automatisch früher oder später Überlappungen, Duplikate, Wiederholungen, Missverständnisse untereinander. Das heißt, ein Vertriebler spricht mit einem größeren Kunden zu einem bestimmten Thema, der zweite Vertriebler spricht mit dem gleichen großen Kunden, vielleicht in einer anderen, an einem anderen Standort, zu einem ähnlichen Problem und schon wird dupliziert vielleicht etwas, wo man Synergien hätte schaffen können, aber der eine weiß vom anderen nichts, weil man eben kein gemeinsames Tool verwendet. Ja, das ist zum Beispiel jetzt ein Problem, das dieser Kunde definitiv hat. Es gibt aber jetzt Kunden, die sind sich dessen Problem bewusst und dann gibt es Kunden, die sind sich dessen Problem nicht bewusst. Das heißt, so einfach zu sagen, der Kunde hat ein Problem, dafür hat er auch einen Bedarf, ist ein bisschen zu kurz gesprungen. Dann muss ich nochmal unterscheiden, der Kunde hat ein Problem und er ist sich dessen bewusst, dann kann ich ihn dort auch abholen.
Und dann muss man nochmal entscheiden, der Kunde hat ein Problem und er ist sich das nicht bewusst. Dann muss ich ihn da nochmal ein bisschen anders abholen. Und das beste Beispiel, was wir alle kennen, ist hier Google versus Facebook. Sind zwei völlig unterschiedlichen, sind letztendlich die zwei Platzhirschen, Werbeplattformen. Ja, es gibt noch ein paar andere, aber die zwei größten Werbeplattformen nach wie vor, die aber im Grunde völlig unterschiedlich funktionieren. Und das ist auch wahrscheinlich der Grund, warum sie beide existieren. Ansonsten hätte die eine oder die andere, hätte gar nicht die Chance gehabt, Facebook zum Beispiel, so wichtig und so dominant zu werden, wenn es das gleiche tun würde wie Google. Na, das sind alle anderen Suchmaschinen, sind ja letztendlich krepiert. Und Facebook ist nur deswegen so groß geworden, weil es einen völlig anderen Approach hat, also eine völlig andere Herangehensweise. Nämlich, dass es auf Kunden eingeht und Möglichkeiten bietet, Kunden zu werben. Gut, Google tut das auch, aber nicht so in dem Maße. Kunden zu werben, die zwar ein Problem haben, aber sich dessen Problem noch nicht bewusst sind. Und das ist sozusagen ganz, ganz wichtig zu verstehen. Und dann gibt es natürlich noch eine dritte Kategorie, Kunden, die absolut kein Problem haben und denen kannst du dann auch nichts verkaufen. Auch ganz wichtig. In der Dialogmarketing, im Dialogmarketing, in der telefonischen Kaltakquise, dass du nicht ständig auf irgendeinen Kunden herumkaust, wenn du zum Punkt gekommen bist, wo du wirklich definitiv sagen kannst, der Kunde hat gar kein Problem. Ja, dann kannst du ihm auch keins einreden oder solltest du ihm auch keins einreden, weil dann kauft er eventuell, je nachdem, wie viel NLP du anwendest oder wie viel Überzeugungstechniken oder was auch immer, dann kauft er eventuell etwas, was er gar nicht benötigt und dann langfristig könnte dir das sozusagen kontraproduktiv sein für dein Kundenverhältnis. Aber ganz, ganz wichtig hier eben zu verstehen, dass so mal jetzt übersetzt im Dialogmarketing zum Beispiel oder wenn du zum Beispiel Kombinationskampagnen fährst, also du machst Kampagnen auf Social Media oder Google und gleichzeitig auch kombinierst das mit Dialogmarketing für zum Beispiel hochpreisige Produkte und Dienstleistungen von 10.000 Euro plus, die du in der Regel nicht so einfach online verkaufen kannst, dann ist es ganz, ganz wichtig, wenn du mit den Leuten sprichst am Telefon, eben genau das herauszufinden, ob dein Kunde ein Problem hat und ob er sich dessen bewusst ist. Und wenn nicht, dann ist es deine Aufgabe, ihm das bewusst zu machen, weil du willst ihm ja helfen. Du willst ja, dass er sein Problem erkennt, erstens, und zweitens es dann löst, um dann letztendlich hinten raus einen Profit davon zu haben. Ja, einen Mehrwert und insgesamt seine Wertschöpfungskette zu verbessern und zu optimieren. Und das würde dir dann auch danken und dann wird eben eine langfristige Kundenbeziehung eventuell daraus werden. Und das ist eben ein sehr wichtiger Skill, ein sehr wichtiger Skill, die Bedarfsanalyse letztendlich auch entweder online oder in Kombination mit Telefon, die Leute zu finden, die ein Problem haben, sich dessen bewusst sind, danach suchen, wie jetzt auf Google. Das ist relativ einfach. Was heißt relativ einfach? Da geht es halt darum, wer bietet mehr, sich diesen Kunden zu kaufen. Die Leute zu finden, die ein Problem haben, sich das nicht bewusst sind, sie aber sozusagen darauf hinzuweisen, diesen Skill, sie anzuzünden, zu sagen, okay, könnte ein Problem sein oder es ist eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass du ein Problem hast und damit auch einen Bedarf, ist nochmal ein anderer Skill. Also mit anderen Worten übersetzt, am Telefon musst du dann nochmal anders sprechen. Und jemand, der gut der Google-Kampagnen machen kann und bauen kann, kann nicht unbedingt auch gleichzeitig gute Facebook-Kampagnen bauen und umgekehrt. Also da ist nochmal ein großer Unterschied. Und wenn du mehr zu dem Ganzen wissen willst, ne, dann klick einfach hier unten und buch dir mal bei uns unten irgendwie eine ja, 20 Minuten, eine halbe Stunde unverbindliches Strategiegespräch, ja. Und dann schauen wir mal, ob man vielleicht. Wenn du jetzt zum Beispiel insbesondere etwas kleineres Unternehmen bist, ja, also zum Beispiel auch so eine Art Startup, ne, ein IT-Unternehmen zum Beispiel, hast eine besondere Dienstleistung oder bist Programmierer, Softwareentwickler, IT-Security-Spezialist, you name it, und
hast vielleicht gerade erst gestartet, irgendwie, ihr seid erst gerade 2 bis 10 Personen, ja, dann haben wir einfach da auch ein Paket geschnürt für dich. Oder wenn du jetzt schon ein bisschen weiter bist, dann hast du schon ein paar Angestellte, hast schon irgendwie 10 Mitarbeiter und mehr, ja, vielleicht 10 bis 20 Mitarbeiter, auch dafür haben wir ein Paket geschnürt für dich. Und dann schau einfach rein, klick hier einfach unten in die Beschreibung, buch dir einfach erstmal ein unverbindliches Gratisgespräch bei uns. Wir nehmen uns da eben Zeit. Vorher musst du ein paar Fragen beantworten, weil wir haben nicht die Zeit, dass wir einfach mit jedem, der zufällig auf YouTube über unsere Videos stolpert, leider, das habe ich auch mal eine Zeit lang gemacht und dann war eben sehr viel, sagen wir mal, sehr viele Gespräche und sehr wenig Output. Deswegen, wir müssen schon ein bisschen, noch ein bisschen dich besser kennenlernen. Ehe wir uns eben hier auch eine halbe Stunde für dich blocken, aber wenn du einfach hier unten klickst, ja, auf klein-marketing.com und dann einfach auf Gespräch buchen, dann wirst du einfach ein paar Fragen, wenn dir gestellt, ich glaube, es sind so 7, 8 oder 10 Fragen, wenn die ein bisschen besser dich kennenlernen, ein bisschen besser einschätzen können, ob du auch zu uns passt und wir zu dir. Und dann schauen wir mal, ob wir dir vielleicht schon in dieser gratis halben Stunde irgendwie ein bisschen weiterhelfen können. Und ob man dann einfach vielleicht zusammenkommt, ne? Und eine Win-Win-Situation hier erstellen können. Also, würde mich sehr freuen, wenn wir uns da wiedersehen, wenn sozusagen die Situation auch auf dich zutrifft oder du da eben sozusagen noch weitere Unterstützung brauchst, richtigen Kunden zu finden oder Kunden, die sich ihrer Probleme noch nicht bewusst sind, ja. Und dann sehen wir uns auf der anderen Seite. Bis zum nächsten Mal. Dein Thomas Kern, Happy Hunting. Ciao, ciao.